Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Infected. Ja, es ist immer noch Winter und ja, wir konnten ein bisschen looten in der letzten Runde. Und zumindest uns die Technologie für den Webstuhl zu besorgen. Und jetzt würde ich mal zusehen, dass wir den zusammenbauen. Iron Ingot haben wir, glaube ich, da, oder? Ich guck mal, zwei hätten wir sogar. Weil ich will endlich mal vernünftige Kleidung haben. So, Iron Ingot, das können wir schon mal dazugeben. Woodlock 2, ich glaube, einer ist noch draußen. Ja, uns hat dann leider noch der letzte Wemby, der dritte im Bunde, noch erwischt. Obwohl wir wirklich ganz weit weggerannt sind, aber es hat nichts gebracht. Oh, wir kriegen schon wieder so Blizzard-artige Winde hier draußen, oder? Nö, ach, das muss ein bisschen... Ja, der hat uns leider erwischt. Von daher ist das. Sind wir gestorben, aber das Gute ist ja eigentlich, naja, man wacht eben hier im Haus auf und hat eben alle seine Sachen. Also man muss nicht zurücklaufen und irgendwas wieder sich holen. Und Plants haben wir auch noch ganz viel. Okay, und 8 Nägel. Ui, ich hoffe, ich habe noch genug Nägel. Das wäre jetzt ärgerlich, wenn es an Nägeln scheitern würde. Erstmal, da habe ich nichts. Schrauben und no, ich muss zwei Nägel. Oh, nee, Schrauben. Nein, nur drei Nägel. Oh nein, ich brauche Eisen. Ach, so ein Mist. Ach, es wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt mal geklappt hätte. So, okay, wir haben Zeug hier noch drin. Ich würde das hier erstmal... Wir müssen auch dringend nochmal sortieren hier irgendwann demnächst. Animal Fat. Hier haben wir noch eine Krücke, eine Büchse. Ich würde jetzt das Medizinkit erstmal hier drin lassen. Das nehmen wir erstmal nur mit, wenn wir wirklich mal irgendwo wieder vorhaben, uns durchzuschlagen. Das schaffen wir nicht mehr bis zur Mine, oder? 3:35 Uhr. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wie sieht denn mein Speer aus? Naja, halb. Uiuiui. So, was haben wir denn hier noch? Da ist die Spitzhacke. Wie sieht es mit Wasser aus? Da ist leer. Achso, wir müssen hier drücken. Wir haben kein Wasser mehr. Ach, ist doch doof. Naja, das können wir, glaube ich, knicken, dass wir heute noch loslaufen. Schade. Ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen, ja, ein paar Kleidungsstücke jetzt gemacht. Aber gut, dann müssen wir eben noch mal ein bisschen warten. Und sehen mal zu. Dass wir noch Eisen bekommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, bekommt man das Eisen wirklich nur da? Also kann man nicht, gibt's, kann man nicht irgendwas abbauen hier irgendwo? Das ist ja dann doch schon ziemlich anstrengend, da immer hinzulatschen. Aber ich mache jetzt nur 180, damit es auch mal wirklich aufgeht hier, die Geschichte. So. Dann zünden wir das mal an. Bisschen zu futtern haben wir ja noch. Ja, und dann müssen wir eben gucken. Wir werden schon noch ein bisschen Wasser gleich benötigen. Okay, bauen wir vielleicht. Ich sehe schon, dass wir wahrscheinlich auch wieder Nägel brauchen. Natürlich, wir brauchen dafür auch Nägel. Oh Mann. Aber wir können ja wenigstens schon mal die Planks. Habe ich wahrscheinlich keine mehr. Nee, dann muss ich mir mal welche zusammensägen.
So, ich glaube, da hinten war. Huch. Ja, auch noch was. Ich glaube, wir müssen uns dann auch einen neuen Speer schon mal bauen, weil der wird nicht lange mehr halten. So. Oh Mann, ich würde so gerne mein Quad nehmen, aber das Benzin, das Benzin. Wie viel ist da jetzt noch drin? Sehe ich gar nicht mehr, oder? Da. Ach Gott. Ja, nee, da kommen wir nicht mehr weit. Damit kommen wir nicht mehr weit. Muss aber erstmal rausfinden, wie man hier an. Ich bin ja auch blöd, ich könnte ja eigentlich schon mal. Ah, Steinspear. Ich will auf den Frösche, genau. Oh, ich sehe gerade, dass der Schnee ist weg. Yay, wir haben Frühling. Ach, das ist schon mal gut. Da müssen wir uns erstmal um die Klamotten eigentlich keine Sorgen machen. So, Planks bauen wir noch. Okay, komm, dann nehmen wir mal unseren Bollerwagen hier mit. Was hat er denn jetzt? Achso, er hat Durst, okay. So, und dann. Nee. Nee. Da ist die Axt. Ja, wäre interessant zu wissen, ob nicht doch irgendwo anders noch Eisen zu finden ist, aber. Gut wäre auch, wenn der Bollerwagen irgendwie nicht nur Baumstämme transportieren könnte, sondern auch. Ja, eben anderes Zeug. Ja, da ist wieder irgendein Fuchs. Obwohl, warte mal, Fuchs ist ja gut. Bringt auch. Wo ist er? Der bringt ja auch ein bisschen Fleisch. Tja. Ja, komm. Ah, nee, trinken kann er noch nicht. Ist noch nicht fertig. Okay. Der will mich echt rollen, ne? Ne, sehe ich nicht. Ist noch Feuer da? Ja, dann werden wir gleich mal das Froschfleisch hier noch aufmachen. So, dann nehmen wir uns einmal Wasser. Das trinken wir schon mal. Zweimal Wasser. Ja, das reichen. Okay. So. Da hinten ist bloß so eine Möwe oder hat die so einen Krach gemacht? Aber es war doch. Der Fuchs, oder? Naja. Was ist das da hinten? Sieht aus, als wenn da irgendjemand ein Feuer gemacht hat, aber ich glaube, das sieht bloß. Oh Gott, nicht, dass sie irgendwo campen oder so. Ja, ich muss auch eigentlich noch einen Zaun und so bauen, wa? Damit die hier nicht so gleich einfallen. Die kommen ja jetzt zumindest erstmal. Ach so. Der See ist aber noch vereist irgendwie. Also ist noch nicht ganz Frühling scheinbar. Ach, ein Brett fehlt natürlich noch. Oh. 1, 2, 3. Dann. Tja. Was ist denn dieser. Dieses Vieh? Oder sind das die. Nee, die Möwen sind das nicht, oder? Nun ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, da so eine Brücke gebaut zu haben. Ich weiß nicht, ob die durchs Feuer gehen. Durchs Feuer, na klar. Durchs Wasser gehen die Wembys, aber ja, das könnte man ja testen. So. Jetzt fehlen hier noch die Nägel. Hier haben wir soweit alles, auch bis auf die Nägel. Okay, dann können wir das ja erstmal hier ablegen. Gut. Speer. Ich brauche einen neuen Speer. Am besten so ein. Achso, so ein Bone Shard haben wir ja. Und dann drei Sticks kriegen wir auch noch.
Ich höre gerade einen Frosch. Wo bist du? Ach, da. Weg damit. So. So, kann ich jetzt mir die Axt bräuchte. So, Sticks. Sticks, 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 Sticks. Dann nehme ich mir mal, ich habe hier irgendwo so ein Bone Shard doch gehabt hier, genau. Dann bauen wir uns mal noch mal so ein Spear. Hat er den jetzt? Den kann er ja nicht eingesteckt haben, weil ich habe ja eigentlich gar keinen Platz. Ach doch. Aber er hat irgendwas dafür rausgeschmissen, oder? Aber das ist nicht cool. Wo ist denn unser Axt jetzt? Oje, oje, oje. Warte mal, ich mache erstmal das Holz hier hin. Warum? Da. Ah, da haben wir auch noch Federn. Ja, wir müssen da, wie gesagt. Ja, toll, jetzt hat er meine Axt. Oder war die schon kaputt? Nee, eigentlich nicht, oder? Okay, ich würde erstmal den. Ja, wir können ja leider noch nichts bauen. Irgendwie. Also keinen Waffenschrank. Da wollte ich tatsächlich eine Technologie für. So, wenn ich den jetzt. Den schmeiße ich mal dahin, weil der geht ja noch. Ja, dann baue ich mir so mal eine Axt, oder? Also ich. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Okay, können wir denn eigentlich schon mal. Achso, da brauchen wir. Iron Exit. Ja, das wäre auch cool. Aber haben wir eben noch nicht. Stone Blade brauchen wir. Achso, wie viele Steine brauchen wir dafür? Einen. Haben wir den? Nee. Hier noch ein Stein, da ist einer. Sehr gut. Stein. Und dann machen wir daraus ein Blade. Dann machen wir unsere Steinaxt. Höre hier irgendwas. Irgendwas schleicht hier rum. Irgendwas ist hier. Das gefällt mir gar nicht. Nun gut. So. Steinaxt. Ach, ich brauche gar. Hä? Moment. Ach, ich brauche bloß einen kleinen Stein. Wozu brauchte ich denn das? Ach, für das Ding, war? Okay, also ich brauche bloß einen kleinen Stein. Was war das? Schrauben. Irgendwas raschelt da draußen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Auch ein Stein. Da ist ein Frosch. Ja, du entkommst mir eh nicht. Oh. Okay. Oh, hier sind hier noch Loks. Wollen wir die nehmen mal mit? Da sind hier auch noch Loks. Was ist hier los? Da war aber der Vergangenheits-Olli etwas schlampig, was? So geht das ja nicht. Also so idyllisch und so schön ruhig das hier auch ist, aber boah, so ein bisschen Hintergrundmusik wäre schon cool. Mal gucken, ob wir bei der nächsten auch nochmal vielleicht selbst irgendwas. Oh ja, bitte. Cool, dass wir so viel Loks haben, okay.
Gut, ach, das ist ein Stein, okay. So, jetzt können wir unsere Axt bauen. Warum ist denn das hier so hell? Gut. Jetzt will ich mal schauen, wie es aussieht mit so einem Zaun. Achso, es gibt so eine Zäune. Ah ne, so eine Geschichte, genau. Woodlock und Rope brauchen wir dafür, okay. Hält denn das was aus? Weil ich sag mal, die haben uns, der eine Typ hat uns locker die Wand und den Boden eingerissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Zäunchen ihn da irgendwo, die Leute da irgendwie aufhält, oder? Jetzt muss ich erstmal gucken, was brauche ich mal für ein Seil? Also was muss ich dafür tun? Ah, Plant 5. Okay, davon haben wir eine ganze Menge, was? Also wild verteilt natürlich mal wieder. Wir nehmen mal so 150 Stück. Bissam. Irgendwas schleicht da draußen rum und ich krieg noch nicht raus, was es ist. Das macht mich ein bisschen kribbelig, muss ich mal sagen. Aber gut. So. Ach, das muss ich wieder hier machen. Oh nein, muss ich jetzt echt. Ich muss jetzt nicht das immer einzeln machen. Ach doch, hier unten, guck mal. Einmal. Ah, okay, dann macht er gleich 25 draus. Okay. Ich dachte, ich muss jetzt Zimmer 2 machen oder so. Ach, da oben hat das hingeschmissen. So, dann haben wir das. Dann würde ich mal gucken, wie könnte man das denn bauen? Oh, das ist ganz schön groß, oder? Das sah gar nicht so aus. Mache ich die Begrenzung hier so, dass ich das da rüberziehe? Warte mal, ich mache das mal so ein bisschen in den Stein. So. Ah, das lockt an, das ist cool. So. Das wird zwar noch eine Mammutaufgabe. Achso, ich muss erst mal gucken, gibt es sowas wie so ein eine Tür? Ach hier. Wooden Gate. Oh, da brauche ich Kupfer für. Wow, wo finde ich denn Kupfer? Kupfer gab es in der Mine nicht, oder? Nee. Das gab es da leider nicht. Okay. Also ich weiß nicht, ob nur ich das höre, aber ich höre auf jeden Fall Tiere. Oder so. Ich würde das Ding erstmal hier hinstellen. Auch wenn wir erstmal keinen Kupfer haben, aber vielleicht finden wir irgendwann mal Kupfer. So. Dann bauen wir hier munter unser Zaun weiter. Da ist zwar irgendwie immer eine. Oh, jetzt sieht das natürlich nicht so gut aus. Warte mal, können wir den noch wieder canceln? Delete, okay. Ah, was habe ich denn schon wieder? Warum ist mir dann so duselig? Okay, ich muss vielleicht was essen. Trinken. Ja, können wir auch. Aber wir haben ja noch ein bisschen was da. Warte mal, ist der wie auf dem Boden so halbwegs? Ja. Dann schaue ich mal. Kann ihn noch in der Höhe verschieben, oder? Ja. So. Ja. Dann steht es eben ein bisschen im Stein, aber ist ja wurscht. Oh ne, jetzt macht er das wahrscheinlich nicht doch. Ja. So, und dann schiebe ich den auch ein bisschen runter. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob das die beeindrucken wird, aber wir werden es ja merken. So, und dann machen wir noch eins genau in den Felsen rein. Gut. So, wie viel braucht man dafür? 6 Loks. Wow. Naja gut, das muss ja auch halten. Ne? Dreimal.
So, und vier Ropes. Die können wir überall schon mal so weit machen, soweit wir können. Dann trotzdem noch durch, okay. Aber es müsste ja fast sogar reichen, oder? Mit den Seilen. Wahrscheinlich reicht es beim letzten dann wieder nicht. Ja. Ah, doch, reicht. Okay. Cool. Das könnte ja recht schnell gehen, denn mit dem Hoffmann. Aber gut, sechs Loks ist ja dann auch nochmal was. Wer die schon jetzt verbraucht. Okay. Hinten hatte ich auf dem Wagen noch welche. Nee. Doch, ein paar. Nee, das wollte ich nicht. 1, 2, 3. Dann hier hin. So, zweite Zaun. Und dann, ja, können wir da schon mal anfangen. Bisschen hell ist ja noch. Wir können ja. Oh. Oh, guck mal. Eine Möwe. Da ist nochmal ein Frosch. So. Wo ist unser Axt? Da. Komm, fällen wir noch einen Baum. Bevor es ganz dunkel wird. Ein Hühnchen ist auch hier. Das ist fein. Ach, noch ein Frosch. Ich will zusehen, dass ich jetzt immer so viel Nahrung wie möglich zusammensammle. Damit. Ja, ich auch mal längere Zeit außer Haus sein kann hier. Ja. Oh, die Energie ist jetzt wirklich am Boden. Dann muss ich jetzt wirklich ins Bett gehen hier. Also in-game natürlich. Da komm hier, Frosch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht erstmal pennen, oder? Dass der See immer noch frei ist, oder ist da überhaupt Wasser drin? Oder nicht, dass das Ding jetzt ausgetrocknet ist, das wäre vielleicht nicht so cool. Naja, gut. Ich speichere vorher mal und würde mal sagen, ich gehe mal schlafen. Ich weiß auch gar nicht, ob die nachts irgendwann mal angreifen oder so. Das wäre natürlich übel. Und ich habe Hunger. Oh, ich kann ja aufwachen. Ah, der Fluss ist wieder da. Hallo, Fluss. Ganz ehrlich. Ach so, ich komme da mit den Karren wahrscheinlich nicht rüber ohne Brücke, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich überlege, ob ich die Brücke nicht einreiße. Ich habe ein bisschen Angst oder ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass sie nicht durch Wasser gehen können. Bloß wenn ich hier natürlich eine Brücke habe. Ich weiß aber. Nee, ich baue da lieber einen Zaun rum, dann ist gut. Also nicht jetzt gleich sofort, aber so. Gut, dann würde ich sagen, wie sieht es denn so aus? Ja, Essen tun wir auf jeden Fall. Wir müssen auch gleich den Grill, glaube ich, anschmeißen hier. Da ist noch eins. Und Wasser müsste ich ja noch hier drin haben, oder? Achso. Das war die falsche Taste. Ja, genau, da haben wir noch was. Und trinken mal was. Dann hole ich mir hier schon mal was. Ich habe gedacht, da ist irgendein Tier oder so. Keine Ahnung. Einmal. Ich brauche unbedingt mehr von so einen Flaschen. Nee, das ist so eine Sisyphus-Arbeit hier ständig das Wasser aufzufüllen. Aber es gibt ja bestimmt später im Spiel nochmal irgendwas, was diese Arbeit zumindest erleichtert. So. Gut,
Dann das, dann werden wir schon mal die Fleischstücken platzieren. Eins, oh, da ist noch eins fertig. Zwei, drei, vier. Und dann haben wir hier schön noch ein bisschen Holz. Das schmeißen wir dann hier rein und zünden das Ganze mal an. Und schon haben wir gleich unsere Verpflegung und würde dann wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich würde dann in die Mine erstmal gehen und mir noch, aber bevor ich das mache, müsste ich mein Speer austauschen, weil der ist bald hinüber und wenn da die Skorpione sind, dann wird es ja eher schwierig. Da entsteht unser Zäunchen. Super. Es wird langsam. Okay, dann war es das auch für heute schon wieder. Ja, hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, macht langsam Spaß wieder. Kriegt wieder so ein bisschen mehr zusammen. Und ja, nächste Folge gehen wir dann mal in die Mine und holen uns ein bisschen Eisen, damit wir Nägel machen können. Und dann können wir ein bisschen was bauen und ein bisschen was craften. Und dann denke ich mal, sieht schon mal ganz gut aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal und bye bye.